Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir uns vier Abnehmmythen an, die du am besten ganz schnell vergessen solltest. Angenommen, du möchtest gerne abnehmen, aber du scheiterst letztlich doch immer wieder und der berühmte Jojo-Effekt schlägt dann wieder zu. Kommen wir jetzt zum ersten Mythos: Nahrungsfett macht dick. Ja, viele Menschen haben immer noch Angst vor Fett oder Nahrungsfett, um genau zu sein, weil sie denken, dass es dick macht. Das ist aber Quatsch. Ja. Was dick macht, ist grundsätzlich zu viel Essen, zu viele Kalorien, eine Ernährung, die eine ungünstige Blutzuckerreaktion bewirkt. Und damit meine ich einen steilen Blutzuckeranstieg. Natürlich sollten wir bei Fett etwas vorsichtiger sein, wie jetzt beispielsweise bei Kohlenhydraten oder Eiweiß. Ja, das sehen wir hier auch nochmal sehr schön, weil 1 Gramm Fett, ja, wenn wir das mal aus Kaloriensicht betrachten, 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien hier. Ich zeichne das auch mal gerne ganz kurz ein. Ja, das müssen wir schon uns bewusst machen, hat 9 Kalorien. Und im Gegensatz zum Fett, wenn wir dann auf Protein oder Kohlenhydrate schauen, die haben jeweils 4 Kalorien. Also ist schon mal noch eine andere Dimension so ein bisschen. Man muss auch ehrlich sagen, wenn es oft auch sehr, sehr übertrieben wird, was die Fettaufnahme betrifft, also nach unten hin, eigentlich wird es untertrieben. Das ist auch tatsächlich recht gefährlich. Ja? Ich denke da an die Low-Fat-Diäten, denn unser Körper braucht Fett. Ja? Fett ist ein wichtiger Baustoff, beispielsweise hier für die Zellwände. Ja? Aber es ist gleichzeitig auch eine wichtige Vorstufe von vielen Hormonen, ja? Wie beispielsweise Vitamin D3, ja, oder auch die Geschlechtshormone Testosteron. Und außerdem stecken hier eben auch die wertvollen Omega-3-Fettsäuren drin. Also nur in den Fettsäuren, wie ja der Name schon sagt, Omega-3-Fettsäure. Ja, und wenn wir abnehmen, dann müssen wir auch auf die gesundheitliche Ebene achten. Das ist ganz wichtig. Ja, und wenn wir hier eben radikal auf Fett verzichten würden, also dann würden wir uns gesundheitlich auch wirklich definitiv schaden. Und deshalb nehmen wir in unserem Abnehmcoaching auch immer ganzheitlich ab. So, kommen wir direkt weiter zum nächsten Mythos. Keine Kohlenhydrate, ja, nach 18 Uhr. Das ist vermutlich der hartnäckigste Mythos von allen. Ja. Da heißt zum Beispiel, was? Du willst abnehmen? Dann isst bloß keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr. Und ich kann dir sagen, alles entspannt, das ist nämlich Quatsch. Unser Körper stellt seine Arbeit nicht ein um Punkt 18 Uhr. Na? Also der unterscheidet auch nicht nach der Uhrzeit. Das müssen wir uns auch mal klar machen. Ganz im Gegenteil, unser Körper ist sehr fleißig. Der arbeitet auch sogar nachts. Ja? Das müssen wir uns auch mal klar machen. Der arbeitet nachts, weil da haben wir beispielsweise Reparaturarbeiten, die dann nachts stattfinden. Oder es werden bestimmte Speicher eben gefüllt, beispielsweise die hormonellen Speicher, Cortisolspeicher. Ja? Und insofern kein Problem, auch abends Kohlenhydrate zu essen. Ja, um 20 Uhr wird dein Körper die Kohlenhydrate genauso gut verarbeiten wie jetzt zum Beispiel um 17 Uhr. Das ist dann eher eine Sache des Wohlbefindens, wenn du sagst, Mensch, ich will später nicht so gut essen, das liegt mir vielleicht ein bisschen im Magen oder so. Na, das ist dann eher so das Wohlbefinden. Manche Menschen fühlen sich einfach mit spätem Essen unwohl. Na, jeder Mensch hat auch so ein bisschen vielleicht eine biologische Uhr in sich. Und das ist auch okay. Ne? Andere Menschen, wie ich zum Beispiel, also können auch sehr, sehr gut spät essen. Ja? Ich esse abends, jeden Abend auch weit nach 20 Uhr tatsächlich nochmal eine vollwertige Mahlzeit, auch mit schönen Kohlenhydraten. Ja? Und ich habe trotzdem einen Körperfettanteil von 14%. Also mach es dir nicht unnötig kompliziert. Und wir sollten uns beim Abnehmen auch wirklich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Kommen wir weiter zum nächsten Mythos. Das sind die Shakes. Ja, Shakes sind die Lösung, wird sehr oft behauptet. Ist natürlich in den Medien ein extrem präsentes Thema, die ganzen Abnehm-Shakes. Und die gibt es mittlerweile auch wirklich wie Sand am Meer. Ja. Da wird Werbung gezeigt, wie die Leute einen Shake trinken und danach ist quasi alles gut gewichtsmäßig. Das ist aber leider nicht die Realität, jedenfalls nicht langfristig. Was passiert eigentlich, wenn du einen Shake einnimmst, beziehungsweise wenn du so eine Shake-Diät machst? Du ersetzt im Prinzip eine oder mehrere Mahlzeiten am Tag durch flüssige Kalorien, die aus Protein bestehen. Und jetzt passiert Folgendes. Du wirst zunächst kurzfristig abnehmen. Ja, das sehen wir hier.
Also wir haben hier eine kurzfristige Abnahme, weil wir haben im Prinzip, das sehen wir hier oben, ein extremes Kaloriendefizit. Ja? Also da in 99,9% der Fälle wirst du mit so einer Shake-Diät auch kurzfristig abnehmen, Gewicht verlieren. Ja? Ich betone Gewicht, weil du quasi eine Crash-Diät machst. Nichts anderes ist so eine Shake-Diät. Aber du wirst nur sehr wenig Fett verlieren. Ja? Und das ist schon mal ein sehr, sehr schlechter Punkt, weil du dann eben gleichzeitig ja, viel Muskulatur verlierst. Gleich. Ja? Und das ist langfristig dann wiederum ein sehr starker Stoffwechselnachteil. Ja, und nach ein paar Wochen, ich werde es mal kurz rückgängig machen, genau. Und nach ein paar Wochen wirst du feststellen, die Shakes machen auch irgendwie nicht wirklich satt. Ja, ist ja auch logisch. Die Shakes sind ja auch einfach nur ein Getränk. Ja, dein Blutzuckerspiegel, wenn du beispielsweise auch lange nichts isst, ja, keine vollwertige Mahlzeit isst, dein Blutzuckerspiegel, der sackt in den Keller und dann kämpfst du nämlich mit Hunger bzw. mit Heißhunger hier. Na, und das ist natürlich ein riesengroßer Abnehmgegner. Und das wird dich ganz gewaltig frustrieren, ja, wenn du dich hier abkämpfst und dann auch noch Heißhunger bekommst. Na, und was machst du beispielsweise, wenn du mal mit Freunden eingeladen bist zum Essen oder auch mal geschäftlich zum Essen eingeladen bist? Na, wird schwierig mit einer Shake-Diät. Und dann haben wir noch ein Thema, dein Körper bekommt nämlich keine echte Nahrung und exakt das führt dann oft zu einem Vitalstoffmangel. Ja, außerdem, du nimmst mit einem Shake überhaupt keine Ballaststoffe zu dir, da fängt das Ganze schon mal an. Ja, und all diese Faktoren führen dazu, dass du auf lange Sicht praktisch auch im Prinzip gar keine Chance hast, ja, diese Ernährungsweise langfristig durchzuziehen. Es wäre auch gesundheitlich überhaupt nicht gut, ne? Das muss man auch sagen. Und ja, ich meine, wir müssen es auch mal so sehen. Was nützt es dir, wenn du zwar kurzfristig Gewicht verlierst, aber dein Gewicht später nicht halten kannst? Ne? Und wer halbwegs gesund abnehmen möchte, fängt sowas auch gar nicht erst an, um ehrlich zu sein. Ja? Und hier wird ja auch übrigens nichts, rein gar nichts an der Ursache korrigiert bei so einer Shake-Diät. Denn sehr oft haben wir bei Übergewicht Stoffwechselstörungen. Hier Stichwort Insulinresistenz oder eine Stufe weiter dann schon Typ-2-Diabetes. Ne? Möglicherweise auch schlechte Blutfettwerte. Und da wird ja hier über diesen Weg mit Shakes wird ja da nichts korrigiert. Da braucht es schon wirklich ja, eine gezielte Ernährungsumstellung. Kommen wir jetzt mal noch zum nächsten Mythos. Und da kann ich schon mal sagen, da will ich dir so ein bisschen den Druck wegnehmen. Ja, Mythos Nummer 4, du musst alles perfekt machen beim Abnehmen. Also, was ich immer wieder im Abnehmcoaching erlebe, unsere Teilnehmer, die wollen es perfekt machen. Ist ja auch wirklich schön einerseits. Ja, aber beim Abnehmen, da muss ich sagen, das ist gar nicht notwendig. Da müssen wir unsere Teilnehmer auch eher etwas bremsen. Perfektion führt dazu, dass wir uns extrem fokussieren, extrem anstrengen müssen. Ja, und auch extrem enttäuscht sind, wenn wir mal ein bisschen naschen oder vielleicht mal nicht zu 100% perfekt umsetzen. Und deshalb drehen wir im Coaching den Spaß einfach um. Ja, es reicht vollkommen, wenn du gut umsetzt. Ja, sich bewusst auch mal etwas gönnen, was jetzt vielleicht nicht ganz so abnehmfreundlich ist. Das gehört auch zum Leben dazu. Das ist Lebensqualität, ja. Und die wollen wir uns als allerletztes nehmen. Ich meine, du willst auch mal eine Pizza essen gehen, nehme ich an. Ja? Du willst auch mal ein Stück, keine ganze Tafel, aber mal ein Stück Schokolade essen dürfen. Beispiel aus meinem Leben. Ich bestelle mir jedes Wochenende, wirklich jedes, eine Calzone. Das ist so eine super leckere, zusammengeklappte Pizza. Und da freue ich mich schon mittwochs darauf, wenn ich nur daran denke. Ja, und das macht auch nichts gewichtstechnisch, wenn wir auf Wochensicht jetzt nämlich mal drauf schauen. Dann ist es überhaupt kein Problem, wenn wir auch mal ein oder zwei nicht so perfekte Tage haben. Habe ich hier mal ein Beispiel, ja, Woche 1 zu Woche 2, also das ist der Verlauf von einer Woche, da haben wir 7 Tage und da haben wir halt mal 2 schwächere Tage drin. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil auf Wochensicht gesehen wirst du selbst, wenn du 2 schwächere Tage hast, wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit trotzdem an Gewicht verlieren, auch an Fett. Und nur so wird es dann eben auch langfristig funktionieren. Lieber mal einen Gang zurückschalten
und dafür auch wirklich ans Ziel kommen und vor allem später das Gewicht auch halten können. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Hier vielleicht auch nochmal eine kleine Perspektive. Da haben wir zwei verschiedene Wege. Entweder wir setzen hier zu 100% perfekt um, ja. Das werden wir aber nicht dauerhaft durchhalten, ja. Und deswegen werden wir von der Umsetzung her dann auch rapide absinken, ja, sodass wir langfristig vielleicht zu 60% gut umsetzen. Ja. Im Gegensatz dazu können wir auch einfach sagen, okay, wir fangen einfach auch entspannt an. Wir fangen mit 80% guter Umsetzung an, aber die können wir dann halt auch langfristig durchziehen und vor allem unser Gewicht später auch gut halten. Wenn auch du gerne abnehmen möchtest und ja, du hast schon zig Abnehmversuche hinter dir und du merkst, Mensch, ich schaff's einfach nicht alleine, dann komm gerne in unser kostenloses Strategiegespräch. Na, klick einfach hier oben auf den Link und fülle dann kurzes Formular aus. Dann können wir uns nämlich in Ruhe mal deine Situation anschauen und dir auch zeigen, was für dich die nächsten wichtigen Schritte sind, bis zu deinem Wohlfühlgewicht. Ja, also einfach dann hier oben draufklicken.